Hallo, Thema heute ist Videodreh mit kleinem Equipment, genauer gesagt mit dem Smartphone, was ja jeder von euch in der Tasche hat. Stefan Will vom Deutschen Volkshochschulverband hat schon mal mit einem Tutorial ganz gut vorgelegt, was die Einstellungen in dem Smartphone sind. Und wir wollen heute noch mal auf das Equipment eingehen, was es über das Handy hinaus gibt, damit es eine ganz smarte Videoproduktion wird. Und wir stellen euch mal die einzelnen Sachen heute gerne vor. Also kommt gerne mit rein. So, dann zeigen wir euch mal die einzelnen Sachen. Wir werden nicht jetzt auf die einzelnen Kameraeinstellungen im Smartphone eingehen. Stefan Will vom Deutschen Volkshochschulverband hat dazu ein ganz tolles kleines Tutorial gemacht. Darauf werden wir im Anschluss hier unten dann drauf verweisen. Ja? Okay, hier auf dem Tisch liegen jetzt also alles im Grunde genommen, was man braucht. Von dem Smartphone über Halterung, Mikros, Beleuchtung, und wir gehen das jetzt mal im Einzelnen durch. Also, es ist natürlich so, dass ich hier mit dem Smartphone einfach so filmen kann. Wisst ihr ja selbst, wie das geht, macht ihr ja häufig. Und manchmal ist es dann günstiger. Man hat so eine Klemme. Und das ist eine Klemme der Firma Manfrotto. Kann man überall kaufen, wo man will. Und die klemmt man sich hier. Sozusagen, das ist variabel für viele Smartphones unterschiedlicher Größe. Die klemmt man sich hier so drauf. So, und dann kann man mit einem kleinen Tischstativ von Manfrotto das Ganze ein bisschen mehr stabilisieren. Das kann man nämlich sehr gut so zusammenklappen. Und dann dreht man das hier so drauf. Und dann hat man schon eine ganz gute Halterung, wo man entweder mit links oder rechts greifen kann und wo man dann die Kamera anmacht. Und dann kann man damit schon relativ gut fahren, ohne dass man die zittrigen Hände hat. So, nachdem wir die Kamera also stabil haben, kümmern wir uns um den Ton. Da gibt es auch ganz kleines Equipment. Das ist hier zum Beispiel, was ich mir gekauft habe, das von Rode, das VideoMic. Dann gibt es die Halterung dazu. Dann gibt es eine Verlängerungskabel dazu, komme ich nochmal drauf, das ist ganz wichtig. Und den Windpuschel. Den sollte man generell so drauf machen. Das macht man ganz einfach, indem man das so hat. Dann hat man hier die Halterung. So, und wenn ich jetzt dieses Mikrofon an die Kamera bringen will, dann habe ich mir hier noch ein zweites von Manfrotto, so eine Klemme geholt. Die kann ich also auch noch da drauf machen. Und auf diese Klemme kann ich dann das Mikrofon drauf machen. Dann stecke ich hier das Kabel rein. Und dann habe ich eigentlich schon den Ton für meine Aufnahme. Jetzt ist es so, ich habe meinetwegen, bin etwas weiter weg. Und der Interviewpartner steht meinetwegen 4, 5 Meter weiter weg. Dann mache ich das einfach so, dass ich hier diese Verlängerung nehme an das Mikrofon. Dann nimmt derjenige das Mikrofon selber in die Hand und dann kann ich sozusagen, weil das Kabel läuft auf dem Boden, das sieht man dann auch nicht groß, kann ich also mit einer super Tonaufnahme weiterarbeiten. Also, wir haben jetzt die Stabilität, wir haben den Ton und jetzt kommen wir zum Licht. Da gibt es heute ganz einfache und leichte Tools. Das sind diese LED-Tools. Ich habe mich mal entschieden für ein Produkt der Firma Aperture. Und das zeige ich euch ganz kurz. Das wird hier sozusagen mit einem Akku versehen. Wenn man keinen Akku hat, kann man hier auch noch die 6 Batterien reinmachen. Und das Schöne ist daran, dass es Bicolor ist. Also ich habe hier zum Beispiel die Einstellung, es geht an. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier, das ist zum Beispiel hier der obere Regler. Hier kann ich das warm, ein warmes Licht herstellen. Und ich drehe weiter und dann habe ich eigentlich so Tageslicht. Und das kann ich in unterschiedlicher Lichtstärke. Ihr seht es jetzt. Jetzt bin ich halb blind, aber es ist ein relativ einfaches Teil. Und es kostet auch nicht so viel. Wie gesagt, die Links sind alle dann unten zu den einzelnen Produkten. So, jetzt ist ja die Frage, kann ich das einfach so in der Hand mitführen? Das geht natürlich nicht, aber wir haben uns natürlich wieder was Schlaues überlegt, wie man das an die Kamera kriegt. Also, wir haben ja hier war eigentlich das Mikrofon drauf.
Dieses Mikrofon habe ich jetzt wieder abgenommen und da kann ich also dieses Teil draufstecken. Wichtig ist nur, wenn ihr jetzt die Kamera so nach vorne haltet, dann springt es wahrscheinlich aus dieser Halterung hier raus. Also, wenn man so ein Teil hier oben drauf hat, dann bitte nur sozusagen senkrecht halten. So, jetzt habe ich hier eigentlich das Licht und jetzt ist ja die Frage, wo lasse ich das Mikrofon? Und diese Teile haben den Vorteil, dass ich überall noch was anstecken kann. Das kann ich hier also verschrauben und ich könnte jetzt hier auch noch das Mikrofon dran machen. Also ein bisschen Tüdelüt ist es jetzt, aber im Prinzip funktioniert es dann, funktioniert es so. So, und mit diesem Teil habe ich eigentlich gemeinsam eine totale Kameraausrüstung in unterschiedlicher Qualität. Ich kann in 4K oder 720 aufnehmen, es spielt keine Rolle. Was aber noch fehlt manchmal ist, wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann sollte man sich so einen kleinen Akku mitnehmen fürs Handy, der die Batterielaufzeit, die Akkulaufzeit des Handys erhöht. Den kann ich mit einem kleinen Klebestreifen gut hier oben festmachen und der geht dann mit einem Kabel von dort hier in das Handy rein. Und damit erhöhe ich die Laufzeit des Handys ungefähr um 50%. Damit bin ich schon immer auf der total sicheren Seite. So, und dann gibt es noch so ganz kleine Spielereien. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das 2,50 kostet. Das ist also die Fernbedienung für die Kamera. Wenn ich also da drauf drücke, zack, kann ich von irgendeiner Stelle im Raum die Kamera ins Laufen bringen. Worauf ich euch aber noch hinweisen möchte, wenn ihr jetzt eine Aufnahme habt und ihr möchtet die, ihr nehmt auf und ihr möchtet das kontrollieren, wie ist das geworden, dann werdet ihr in diesem Setting keinen Ton hören. Wichtig ist, bevor ihr den Film auf der Kamera euch anguckt, müsst ihr unbedingt das Mikrofonkabel rausziehen. Wenn ihr das im laufenden Betrieb macht, werdet ihr immer noch keinen Ton auf dem Film haben. Das führt dazu, dass man, wie ich früher mal, ganz hektisch neu aufgenommen hat. Einfach den Film neu starten und dann habt ihr auch den Ton drauf. Aber dieses Kabel muss abgezogen sein. Ja? Okay. Und dann gibt es ja die Situation, wo ich gerne das Interview führe und möchte mit aufs Bild. Und dazu gibt es hier dann auch diverse Stative. Ich habe hier ein ganz gutes Stativ mir mal geholt. Und dann kommt das Geld ins Spiel. Also ohne dieses Geld werdet ihr nichts, weil diese kleinen Klemmteile für das Stativ, warte, ich packe mal die Kamera hier weg, die kann ich praktisch hier nur mit einem Geldstück an das Stativ dran machen, an die Kamera dran machen. Das mache ich mal ganz kurz. Moment. Und dann kommt das Geld weg, dann schiebe ich das hier auf das Stativ drauf, mache das hier fest. Dann kommt wieder die schöne Fernbedienung ins Spiel. Dann gehe ich zum Interviewpartner, habe dieses Mikrofon an der Verlängerung, die bis 6 Meter geht, und dann kann ich das Interview ganz einfach führen. Das war unser kleiner Ausritt durch das Mini-Equipment. Wir werden unten nochmal verlinken auf diverse Programme, die es wahrscheinlich als Tutorial bei YouTube reichlich gibt, in der Videobearbeitung, Endbearbeitung, also wie schneidet man das, wie macht man daraus eine gute kleine Produktion. Und das war es an dieser Stelle. Ich hoffe, das hat euch etwas Mut gemacht, mit kleinem Equipment einfach mal loszugehen und Interviews oder was auch immer ihr wollt zu filmen.